Yo Bratanis, was geht ab bei euch? Salam zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es um die günstigste Zündapp Deutschlands. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, und da haben wir das gute Stück. Das ist eine Zündapp CS50 Sport in Blau, Baujahr 1977. Hat 3 Gänge, hat 3 PS, läuft echt gut. Klar, wir müssen uns ein bisschen einstellen, aber das machen wir in den nächsten Videos. Und ein paar Sachen wie das hier müssen wir abändern. Aber in echt gutem Zustand ist das Teil. Klar, ein bisschen Patina, ein bisschen Rost nach 40 Jahren ist nicht zu vermeiden. Was habe ich eigentlich mit dem Teil vor? Ich will das Teil bis zum Sommer wieder fit machen, restaurieren, ein paar Teile ersetzen, weil das hier sieht auch nicht ganz gut aus, der Benzinschlauch. Genauso wie die Kupplung hier, das gehört eigentlich dem Roller. Da werde ich nach Originalteilen suchen und dann nehme ich euch einfach mit. Und da werden wir einfach das komplette Teil wieder herrichten und dann natürlich viel Spaß haben. Da sitze ich auf dem guten Teil und wie man auf den ersten Blick sieht, es hatte ein paar Jahre mit sich genommen. Knapp 40 Jahre ist es alt. Älter als ich, doppelt so alt eigentlich. Und ja, nee, das machen wir schon, das schaffen wir schon. Ich hoffe, ihr unterstützt mich auch tatkräftig dabei. Der Tacho funktioniert auch leider nicht, aber es läuft um die 50, glaube ich. Und nun bekommt ihr noch ein paar Einblicke, einen kleinen Porn. Ein kleines Video, eine kleine Bestandsaufnahme von meiner Zündapp C50 Sport. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao!